Bewegung fördert die Gesundheit und macht glücklich. Die Initiative 50 Tage Bewegung zeigt, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Gemeinden und Sportvereine sind zur Förderung der Gesundheit wichtige Partner. Capoeira ist todo, also Capoeira ist alles. Und das merkt man auch, weil es alles dabei ist. Es ist ein Kampfsport dabei, viel Akrobatik, Beweglichkeit. Dieser Gesamtpaket, Musik auch noch, das ist natürlich, also mich hat das komplett überzeugt und deswegen bin ich jetzt schon seit vielen Jahren beim Capoeira geblieben. Unter dem Motto Gemeinsam fit, beweg dich mit, präsentiert die Initiative 50 Tage Bewegung die Vielfältigkeit von gesundheitsförderlicher Bewegung. 150 Minuten pro Woche sollten sich Erwachsene bewegen, Kinder 60 Minuten täglich. Das fördert nachweislich die Gesundheit. Das ist für mich speziell die Horda, dieses Ritual, wo gespielt wird und wo man sich mit anderen Leuten in einer Bewegungskonversation miteinander spielen kann, wie es ja beim Capoeira heißt. Und da schwingt natürlich so viele Elemente mit, die man beim Capoeira lernt. Das ist einerseits nicht das soziale Element, dass man mit Freunden was unternehmen kann, dass man sich auch akrobatisch fordern kann. Nur Musiker, nur Capoeira. Und es ist im Hip-Hop und House oder eigentlich, glaube ich, in einer jeden Tanzart das Gleiche, dass du die Musik brauchst, weil dir die Musik vorgibt, wie schnell du Capoeira spielst zum Beispiel oder auch was es für eine Capoeira-Richtung ist. 50 Tage Bewegung ist eine Initiative des Fonds Gesundes Österreich in Kooperation mit der Fitsport Austria GmbH, den Breitensportverbänden ASKÖ, ASFÖ und Sportunion sowie dem Verband Alpiner Vereine Österreichs.